Herzlich willkommen jetzt zum Osterwochenende, zu den Osterfeiertagen hier bei uns, bei unserem Video an diesem Osterwochenende zum Osterfest in unserer Vereingemeinschaft. Wir hätten in die Kirchen gehen können. Alle sind schon prächtig geschmückt für das Osterfest. Du siehst in dem Fall die aufgeblühten Zweige. Du siehst die Osterkerze schon vorbereitet. Du siehst das Wasserbecken für die Weihe des Osterwassers. Du siehst ganz einfach das frische, neue Leben. Und deswegen aber möchten wir Sie willkommen heißen mitten in der Natur. Das Wetter ist für uns angenehm, frisch, warm. Und ihr habt den Blick in dem Augenblick, nämlich auf den weißen Dorn und auf unseren Altmain. Herrlich schöne Landschaft hier im Gebiet unserer Vereingemeinschaft. Ich mag dir so zwei Sachen von Ostern erzählen. Das eine sind so Erinnerungen aus meiner Kindheit. Es war ein wahnsinniges Vergnügen am Ostersonntagmorgen, nämlich jetzt geht es in den Garten. Und dann werden die Osternester gesucht. Spannungsvoll, wie ich durch das Grün im Garten gelaufen bin, was so zwischen den aufgesprossenen Pflanzen lag, was ich plötzlich in dem Baumnest entdeckte, lachende, farbenfrohe, bunte Eier. Und ich auf dem Weg, natürlich mir all diese Schätze zu holen. Und heute noch ein herrliches Vergnügen für unwahrscheinlich viele Kinder, nämlich Ostern zu erleben, in der Natur draußen genau diese Süßigkeiten zu suchen, was das Leben so schön macht. Ganz frühe Erinnerungen. Und dann natürlich so dieses Rappeln am Karfreitag. Da war ganz einfach so das Leben bunt und dann plötzlich ging der Vorhang auf, einer schaute raus, der eine schimpfte, der andere, der belobigte uns. Ganz einfach Ostertage, so frühe Erinnerungen. Und dann herrlich schön, die Sonne geht auf, überall sprost das Grün, überall blühende, sprießende Bäume. Es war eine bare Pracht in der Natur. Deswegen die herzliche Einladung, wie sagt doch der alte Goethe, nämlich bei seinem Osterspaziergang. Vom Eise befreit sind Bäche und die ganze Natur. Alles, was die Natur in Schach gehalten hat, ist aufgeblüht. Ich mag einladen, haben Sie Lust zu Ihrem Osterspaziergang? Aber was mir an Ostern genauso gut gefällt, das sind unsere Geschichten in der Bibel. Wie der Jesus sich auf den Weg macht, wie er zuallererst auf den Petrus zugeht und die Beziehung mit ihm wiederherstellt. Die war ja am Gründonnerstag in der Nacht in die Brüche gegangen. Ich kenne den nicht. Und dann ging Jesus auf ihn zu und dann der klarste Kontakt, das Herstellen der Beziehung. Ostern auf eine ganz andere Art und Weise. Dann diese Geschichte der Maria von Magdala. Ich habe den verloren, ich höre, ich finde den nicht mehr, der ist weg. Und dann hört sie so mit aller Klarheit ihren Namen rufen, Maria. Und in dem Moment lebte sie auf, strahlendes Glück über alle Maßen. Und dann diese andere Ostergeschichte aus unserer Bibel. Mich fasziniert es. Ich kann das nicht glauben, sagt der Thomas. Und dann steht er vor ihm und wird nicht verurteilt. Thomas, schau, ich bin hier. Kein einziges Wort der Verurteilung. Diese herrlich schöne, wunderbare Annahme. Wenn also jetzt die Ostertage beginnen, dann heißt es, gibt es für uns alle zwei ganz prächtige Sachen. Die aufblühende Natur
wo einfach unser Geruchssinn, unser Geschmackssinn, unsere Augen eine sagenhafte Freude bekommen. Und das andere, unsere biblischen Geschichten von der Auferstehung, wo Leben wiederhergestellt, wo Beziehungen wieder intakt kommen, wo Wertschätzung ausgedrückt wird nach unwahrscheinlichem Versagen. Das, was ich euch wünsche an diesem Wochenende, das, was ich euch am Ostertag wünsche und jetzt zu Ostern, dass ihr genau das erlebt und erfahrt, den Aufbruch in eurem Leben. Eine Freude, einen wahnsinnigen Genuss durch alle eure Sinne. Einen wahnsinnigen Genuss, eine wahre Freude durch eure Beziehungen, die euch glücklich und froh machen. Euch allen, die ihr aus unserer Pfarreiengemeinschaft seid und ihr alle, die ihr reinschaut zu unserem Video, frohe, glückbringende Ostertage.